Willkommen zurück bei Just Cause 3. Ich verspreche euch, ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Aus der Asche von die Ravellos geliebten Flammen wird Medici sich erheben. Das Volk von Medici wird sich erheben wie ein Phönix. Die freie Welt jubelt mit euch. Das überspringen wir mal. Ja, ich hatte das Spiel, ich hatte gestern aufgenommen und hatte dann gestern nicht mehr weitergespielt. Deswegen müssen wir das Ganze, die Mission, nochmal starten. So, wenn ich mich recht entsinne, ist Rico nicht sehr richtig. Wir müssen zum Vulkan und haben hier einen Jet. Ich erinnere mich, das ist doch perfekt. Quasi. 8 Kilometer mit dem Jet sollte in Ordnung sein. Sind das Zielraketen oder nicht? Das Bomb ist ein Bomb. Den finde ich gut. Ich mag den Jet jetzt schon. Alles klar. Hey Rico, ich habe nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Ja! Hey, wollen wir Partner werden? Frigum des Hetera, Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn. Das meint ihr doch nicht ernst? Nein. Hör nicht auf sie, Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Nein. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Grandmatre, wie damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink an einem ruhigen Strand. Allein. Wie du bist, Fratre. Du hättest ein bisschen schnell... Helikopter hat ein Bavarium-Schild. War ja klar. Bavarium-Schilde halten mich nicht auf. Jetzt oder nie, Fratre. Mach ihn fertig. Rein da mit dir, Rico. Er taucht garantiert auf. Was? Wie darf ich das jetzt verstehen? Soll ich mich in der Lava verstecken und auf ihn warten, oder was? Okay, werden wir hoffentlich gleich sehen, was wir genau tun sollen. Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Den Vulkan erreichen. Könnte warm sein. Sind das Explosionen oder gehört das zum Vulkan? Super. Anstatt einfach direkt die Cutscene an die Cutscene zu machen. Nö, ist nicht heiß. Ist das jetzt der Di Ravellos Helikopter Boss Fight oder wie darf ich das verstehen? Oh je, bitte nicht. Ich erinnere mich gerade witzigerweise nicht an das Ende von Just Cause 2. Ich weiß. Hol ihn runter, Rico! Wir sind bei dir, Rico. Geh da jetzt runter. Meine Raketen, kommen Sie nicht! Das Schild ist aus, Rico! Okay. Probieren wir doch einfach mal was aus. Kommen Sie raus, Sie Feindling! Richtig gut, fast getroffen. Warte, bis der Schild offline ist! Ja, oh, ich stehe in der Lava.
verstecken Sie sich nicht! Na, was sagen Sie Rico, dazu? Jetzt! Es hat nicht so viel abgezogen, wie ich mir erhofft hatte. Kommen Sie raus, sonst sterben Sie wie ein Mann, Rodriguez! Oh, Scheiße. Wow, bin ich verspreche, Sie werden leiden! Ich bin gerade ungeheuer schlecht. Wo sind Sie? Verstecken Sie sich nicht! Ich stürze Ihnen die Flügel. Mach schon, Rico! Ja, ich kommen Sie raus, sonst sterben Sie wie ein Mann, Rodriguez. Kommen Sie raus, Sie Feigling. Oh, Scheiße. Ja, kann ich das nicht irgendwie anders machen? Kann ich nicht... Ich werde Sie ausradieren. Wo sind Sie? Rico, jetzt! Hier dran ziehen? Kann ich nicht. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich bin mir gerade. Sie haben alles ruiniert! Was zum. Wofür war das denn jetzt gut? Also, behaupte ich habe nicht die richtigen Waffen für das, was wir hier tun sollen. Na, was sagen Sie dazu? Einfach zu oft daneben geschossen, kann auch sein. Auf Seiten hier gibt es irgendwo Waffen. Also wenn es hier irgendwo Waffen gibt, können wir darüber reden, aber... Ich fürchte, es wird dir keine geben. Rico, jetzt! Ach so, danke schön. Verdammtes Querholland! Ja. Hör auf, um mich schießen zu wollen. Meine Raketen kommen Sie nicht! Tu ich nicht? Wie gesagt, ich bräuchte mal Waffen. Da sind sie ja! Scheiße. Na toll. Achso, ich hab dich ja. Ha! Ich hab ja noch Waffen. Ja, geil. Okay, das freut mich. Ich werde sie ausradieren. Bin nicht ganz sicher, ob das hilft. Verstecken Sie sich nicht! Also ich hab was falsch gemacht. Hallo! Rico, jetzt! Ja, ich bin schon dabei. Oh mein Gott. Wo ist der denn jetzt immer noch über mir? Ich stürze Ihnen die Flügel.
kann nichts anderes tun, außer hoffen. Hui! Dass meine 330 Schuss noch irgendwie reichen. Ich töte sie! Versuch's doch. Das Schild ist aus, Rico! Oh, wow. Oh, ich hab Glück. Wow! Also eigentlich ist er gerade schon abgestürzt. Die Sequenz ist eigentlich quasi nur ein Rückblick. Und er hat das witzigerweise überlebt. Sie können mir nichts anhaben, Rico Rodriguez. Ich bin Sebastiano di Ravello. Ich werde nicht brennen. Ich werde nicht sterben. Sie elender Mistkerl. Wenn Sie meine Herrschaft beenden, stürzen Sie ein ganzes Land ins Chaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten Sie wissen. Es war Ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und Sie zum Waisen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und... Halt die Fresse. Dankeschön. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Rosa jetzt, also ob... Natürlich war er der Böse, aber ob Rosa nicht auch irgendwie Dreck am Stecken hat, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Ravello ist vernichtet. Sohn von Medici. Mission abgeschlossen. Urga Mist. Jetzt krieg ich einen Helikopter. Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. Und das war's mit der Hauptstory von Just Cause 3. Ja. Das war's mit Just Cause 3. Aber ich erwarte jetzt eigentlich auf jeden Fall noch eine Cutscene. Egal. Erstmal, was ich dazu zu sagen habe. Ja, erstmal vielen, vielen Dank an Seri Wolk, an den Grauen Wolf, der mir das Spiel, der es erst ermöglicht hat, dass ich dieses Spiel spiele. Es war ein sehr dubioses Spiel. Also gameplay-technisch hat es sehr viel Spaß gemacht. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, also beziehungsweise, also teilweise ein bisschen unabwechslungsreich, könnte man sagen. Also ich meine, man missionsmäßig, das Spiel lebt nicht für Missionen. Das Spiel lebt eher dafür, mutwillig Sachen zu zerstören und auf die dubiosesten und kuriosesten Arten und Weisen Sachen zu zerstören. Also mit dem Enterhaken und mit den Möglichkeiten, die man hat, mit den ganzen Modifikationen etc., da hat man unglaublich viele Möglichkeiten, einfach nur Scheiße anzustellen in diesem Spiel. Und das kann man in dem Spiel unglaublich gut machen. Wenn man sich jetzt nur an die Hauptstory hält oder allgemein an die Story hält, dann ist, ja, die Story ist nicht tiefgründig, so überhaupt nicht. Und, ja, wie gesagt, die Missionen sind teilweise auch nicht sonderlich abwechslungsreich. Aber alles in allem, wie gesagt, lebt das Spiel davon, dass man unglaublich viel Mist und Quatsch in dem Spiel machen kann. Mir hat das Spiel an sich gut gefallen. Ja doch, ja. Also ich hätte mir das Spiel eigentlich gut gefallen. Also das Gameplay war echt nett. Abgesehen davon, dass ich einfach zu schlecht bin. Also von wegen dem Fallschirm und mit dem Gleitschirm, mit dem Paraglider, bin ich einfach unglaublich schlecht und ungeschickt. Ich habe das Gefühl, dass der Fallschirm, wie gesagt, in Just Cause 2 einfacher zu bedienen war. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil es so lange her ist, aber ich meine, das so im Hinterkopf zu haben, dass es eigentlich irgendwie einfacher war.
Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Es gibt super viele Fahrzeuge. Ich meine, ich habe keine Autos gesammelt. Warum auch? Ich meine, wozu braucht man welche Autos, wenn man einen Helikopter hat? Und, also man kann in diesem Spiel unglaublich viel Mist anstellen. Ich werde mit Sicherheit auch noch irgendwie ein wenig Mist anstellen. Allerdings nicht im Let's Play. Will heißen, die Hauptstory ist durch, die Story ist durch. Das Let's Play ist mit diesem Part hier beendet. Aber ich werde mit Sicherheit auch noch ein bisschen damit rumspielen. Und soll es nicht auch jetzt eine Multiplayer-Mod geben für Just Cause 3? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und mir hat das Spiel, wie gesagt, auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist für mich kein Vollpreistitel, aber ich glaube, als solcher wird er auch nicht gehandelt. Also beziehungsweise, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie bei Steam oder sonst wo noch 50 Euro kostet oder so. Also es ist, ich würde dafür auf keinen Fall jemals, also ich würde dafür auf keinen Fall einen Vollpreis zahlen. Dafür ist das Spiel einfach, dafür hat das Spiel meines Erachtens nach zu wenig. Aber es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und war amüsant. Schönes Ding für zwischendurch. Und wie gesagt, vielen Dank an Serivolk. Und ja, es wird kein Projekt folgen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es wird die nächsten anderthalb Wochen kein zweites Projekt folgen. Also neben The Witcher wird jetzt nach Just Cause 3 nicht direkt ein neues Projekt starten, weil ich gerade einfach mal ein bisschen Luft brauche. Es auch unglaublich warm ist und anstrengend. Und außerdem auch noch Pokémon Go da ist. Das heißt, ich bin sowieso zurzeit ziemlich viel draußen unterwegs. Und deswegen werde ich jetzt die nächsten anderthalb Wochen kein neues Projekt anfangen. Warum anderthalb Wochen? Weil ich dann 3 Wochen Urlaub habe. Und im Urlaub komme ich mit Sicherheit dazu, wieder aufzunehmen. Also auch nicht nur The Witcher aufzunehmen, sondern halt auch ein zweites Projekt aufzunehmen. Und dann wird dann mit Sicherheit ein neues Projekt starten. Welches bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es stehen ungefähr 5, 6, 7, 8 zur Auswahl. Darunter, ich kann ja einfach mal sagen, darunter so Spiele wie Dark, The Vanishing of Ethan Carter. Und jetzt fällt mir gerade nicht mal ein drittes ein. Genau, mir fällt gerade nicht mal mehr ein drittes ein. Aber ja, es gibt auf jeden Fall eigentlich, es gibt mindestens 5 Spiele, die gerade zur Auswahl stehen, welche ich als nächstes anfange. Und ich muss mir da selbst noch Gedanken drüber machen. Also das ist jetzt hier keine von wegen, stimmt mal ab, was ihr denn am besten findet. Ich möchte mir erst selbst im Klaren darüber werden, worauf ich denn als nächstes Lust habe. Aber da lasse ich mir jetzt erstmal anderthalb Wochen Zeit, um gerade nur ein Projekt am Laufen zu haben, nämlich Witcher 3. Ja, Just Cause 3. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das Ganze jetzt mal hier überspringen und gucken, ob wir einen Cutscene bekommen. Weil, wenn wir keine bekommen, dann bin ich enttäuscht. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es keine Cutscene gibt. Hä? Das Ministerium für Erleuchtung und Stabilität möchte hiermit die Gerüchte über den Tod unseres geliebten Generals kommentieren. Die offizielle Haltung der Regierung dazu lautet: Keine Leiche, kein Problem. Vermutlich nimmt General Di Ravello nur eine wohlverdiente Auszeit. Er ist tot! Er ist tot! Vive la General! Falls es einen General gibt! What the fuck? Das was? Hallo? Da kommt jetzt noch ein Telefonanruf von Mario. So? Wo war nochmal die Höhle?
machen die euch, ne? Kilometer. Wo bin ich? Ich bin ja mitten auf der... Oh. Ja, also wie gesagt, das Spiel hat mir an sich sehr gefallen. Ich bin gerade etwas verwirrt, dass nicht mal eine Nachricht von Mario kommt oder so. Oder irgendwas kommt. Also, ich meine, die kommt ja absolut wirklich überhaupt nicht. Ich könnte mich übrigens auch einfach abwerfen lassen. Das würde uns viel, viel Zeit ersparen. Ja. Also wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, ob wir irgendwen finden. Annika, Theo, Mario, die Wiederauferstandene, Dima, keine Ahnung, irgendwas. Ich bin gerade tatsächlich unbefriedigt, dass da keine Cutscene oder so kommt, die mir erklärt, was denn passiert ist. Wow, aufpassen. Bin ich jetzt gerade doof? Das müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Padono. Irgendwer hat gerade Eiriko gerufen. Hi. Das ist der wahre General. Ja gut. Falls ich noch was rausfinde, werde ich das noch aufnehmen. Aber ansonsten scheint es das ja gewesen zu sein. Auch ohne Murio. Gut, ich sage damit viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Projekt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Euer Heli.